Hey Leute, was geht's? Ich bin's, euer Bushi EP und yo, was ist das denn hier? Eine neue Map mal wieder? Genau, und zwar die neue Dreier-Map, die haben sie ja ein bisschen überarbeitet und es ist jetzt hier gerade die Beta auf dem offiziellen Client draußen und ja, wir wollen das halt mal anzocken jetzt hier. Ich bin jetzt hier mit Enemy Doom und Ive Vini am Start und wollen wir mal reinschauen, was jetzt hier so Geiles gibt. Man fällt gleich schon von Anfang an auf, dass man mit viel mehr Gold startet und zwar hatten wir jetzt schon genug Gold, um uns Laufstiefel und eine Dorans Klinge zu kaufen, also das soll ja schon mal was heißen. Ja, ich habe sie wirklich noch gar nicht gezockt, ich weiß gar nicht, was hier abgeht und wir werden uns das einfach jetzt mal alles hier ein bisschen reinziehen und mal ganz kurz vielleicht auch ruhig hier die Infos lesen, deswegen macht man noch nicht so viel Action hier, wir ziehen uns das erstmal alles rein. Also, Altäre. Altäre gewähren mächtige Verbesserungen. Okay, das scheint wohl diese hier in der Mitte zu sein. Und das war's auch schon mit den restlichen Verbesserungen. Ja, ich kann keine weiteren mehr lesen. So, was gehen wir dann als nächstes? Oh, in 60 Sekunden eingenommen werden. Das heißt so wohl so ein bisschen wie mit Dominion, das Ganze. Na, wollen wir mal schauen, dass wir die auch hier bekommen. Wie es aussieht, haben wir hier noch einen, ja genau. Die scheinen wohl auch ein bisschen mehr Ahnung da schon zu haben von dem ganzen Match, denn die stellen, oder die stellen sich einfach genauso hin wie wir. Ist auch witzig, da man hier, die Altäre sind immer beleuchtet, da kann man genau sehen, was da abgeht. Und ja, ansonsten haben wir jetzt hier Syrah, Darius und Rainy als Gegner, also es wird ganz schön heftig und OP sein, das Team. Aber ich hoffe mal, wir machen das hier schon. Und ja, jetzt haben wir das Bärb jetzt mal hier genommen und mache ihn ganz gerne so mit Cases. Und dann ziehen wir das Ganze mal rein jetzt hier. Noch ist nicht gespawnt. Und noch können wir uns diesen Altar auch nicht einnehmen. Also es scheint wohl auch so zu sein, als wenn die das da oben auch nicht ganz raffen. Ich gehe mal ganz schnell jetzt hier auf die Botlane und farm mich mal ein bisschen hier. Ja, wenn es klappen würde natürlich. So, jetzt können die Altäre eingenommen werden. Jetzt machen die es da gleich zu zweit oder wie? Einfach reinstellen. Okay, das reicht schon. Gut. Ja, das war's irgendwie schon. Jetzt haben wir 80 Gold bekommen. Darius hat unseren Altar eingenommen. Und keine Ahnung, was wir jetzt hier für einen Vorteil haben. Nimmt Altäre ein, um stärker zu werden. Ein Altar eingenommen, 4 Gold pro Tötung. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt 4 mehr Gold pro Last Hit. Einer sollte mal top gehen, dann mache ich das am besten. Dann macht ihr das unten beide auf der Bot. Hier haben wir anscheinend auch noch so einen Speed-Buff. Okay. Da kriegen wir wie in Dominion einfach mal so einen zusätzlichen Speed-Buff gebufft. Und ich bin mal dabei, jetzt hier mal deren Altar abzuziehen. Aber ich weiß gar nicht, wie geht denn das jetzt hier genau? Wie geht denn das jetzt genau? Ach komm schon, die wird mal ganz auseinandergenommen. Jawohl, ausgenuckelt. Komm schon, drauf da. Ja, und Darius macht den letzten Kill. Schön hier. Wir spielen ja echt ganz schön gut, würde ich sagen. Haben jetzt hier schon gute Stats. Wey, verarscht. Aber wieso kann ich den Altar hier gar nicht abziehen? Das verstehe ich nicht ganz. Komische Sache, komische Sache, komische Sache. Ich verziehe mich auf jeden Fall. Habe jetzt schon ja einen Kill gemacht, einen Assist rausgelockt. Mal gucken, wie es mit der Nidalee unten. Die farmt sich da sicherlich schon. Ja, hat sich schon 6 Last Hits. Scheint wohl mir auch gerade verschlossen zu sein. Vielleicht kommt das erst nach einer gewissen Zeit, dass man die da wieder einnehmen kann. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin jetzt hier hart am Spekulieren. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Den oberen Jungle, den scheinen sie wohl auch richtig entfernt zu haben hier. Den gibt es auch gar nicht mehr so richtig. Das heißt, ich denke mal, das haben sie einfach aus dem Grund gemacht, da sie mehr Fokus einfach auf die Mitte des Spiels legen wollten und nicht wie es sonst früher war, dass sich alles immer im oberen Jungle halt abgespielt war. Mit dem Dragon und alles Mögliche, das war auch ein bisschen schade, fand ich. So finde ich das auf jeden Fall deutlich besser und ja, so hat die Map auch hier wieder richtig, hier bringt richtig Freude und Spaß hier ins Spiel. Oh, noch ein bisschen hier in hier. Kann er nicht schaden. Ja, mal gucken, ob ich das wieder, oder? Was habe ich mal durchgeskillt? Mein W-Skill? Ich bin mir gar nicht so sicher, ne? Auf jeden Fall geht das hier ganz gut hier von der Sache. Nidalee ist jetzt da wieder und, jetzt kann sie das einnehmen. Wahrscheinlich war es anfangs da noch zu früh. Aber jetzt ist es mittlerweile, weit genug und Nidalee versucht das abzuziehen. Nidalee sollte auch hier viel schön mit ihren Fallen agieren. Das wäre auch sicherlich ganz praktisch. Boah, heftig, heftig. Jetzt rein da. Ja, la 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 la.
Oh, nice one. Doppeltötung, wir zergen das ja richtig. Wir kiten hier mal so schön brav. Und jetzt haben wir beide Altare eingenommen. Beide, sehr schön. Und mal gucken, was wir jetzt hier für einen Boost bekommen. Jetzt kriegen wir 4 Gold pro Tötung, 10 Angriffsschaden und... Ach, 10% Angriffsschaden und 10% Fähigkeitsstärke. Also sollten wir auf jeden Fall uns jetzt darauf konzentrieren, denke ich, diesen schönen Laden da zu deffen. Wenn das uns gelingt, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Deswegen, na, begebe ich mich auch so schnell wie es geht da wieder hin. Und ich denke mal, die Gegner werden das auf jeden Fall jetzt als deren Ziel sehen, uns das wieder abzuziehen. Ibevini sollte sich mal dringend da jetzt wieder Rückruf raushauen. Denn Fiat da nicht mehr zu leben. Aber auch denke, Last Hitten ist jetzt hier nicht gerade unwichtig. Das sollte man auf jeden Fall hier noch weiterhin durchführen. Denn man hat ja nicht ohne Grund hier diesen Gold-Buff fürs Last Hitten. Also nicht so wie in Dominion, wo Last Hitten eigentlich scheißegal ist und ob man es macht oder nicht, es interessiert keinen. Nee, 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 das ist hier auf jeden Fall nicht so. Darius, okay, ja. Ah, fuck, da bin ich jetzt ganz alleine ins ganze gegnerische Team reingerannt. Und bin jetzt auch draufgegangen. Schade Schokolade. So aggressiv hätte ich da wohl auch wieder nicht spielen dürfen. Was ich noch ganz, ganz wichtig sagen wollte, ihr seht schon, es gibt neue Items. Was ist das hier? Niederträchtiges Kriegsbeil. Was ist das? Einfach, ganz sprich, einfach neue Items hier eingeführt worden. Zum Beispiel Rabadons haben sie rausgenommen. Ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Und haben da halt, wie gesagt, so ein bisschen einen erneuerten Zauberhut reingepackt. Also haben sie eigentlich echt ganz nett sich was ausgedacht. Komm schon, stirb! Enrage! Jawoll, Dreifachtötung. So machen wir das Ganze hier. Nice one. Mal schnell gucken, ob wir den Altar noch haben. Ja, alles noch gut. Okay, 7 Minuten erst gespielt. Wie gesagt, es gibt halt jetzt neue Items. Die sind aber eigentlich nur dann in dieser Map hier verfügbar. Ansonsten nicht. Ist nicht, dass ihr denkt, es gibt allgemein neue Items. Nee, nur auf dieser Map neue Items. Und ja, finde ich eigentlich richtig nice. Haben sich auf jeden Fall was Geiles eingefallen lassen. Und finde ich deutlich besser jetzt die Map als davor. Wir haben den Altar noch nicht ganz wieder eingenommen. Der ist aber jetzt auch noch verschlossen. Ah, die ziehen uns jetzt hier gerade alle unsere Altäre wieder ab. Das ist ja asozial. Asozial frech. Und ich glaube, dann ist er... Ja, der ist auch erstmal dann für eine kurze Zeit wieder verschlossen. Das heißt, wir können ihn nicht wieder einnehmen. Wahrscheinlich so 2 Minuten oder so, denke ich mal. Ich weiß es nicht genau. Wir sollten auf jeden Fall zusehen, dass wir uns mehr farmen, denn Farming ist ja natürlich immer sau wichtig. So ist es nun mal in League of Legends. Und das wird hier ganz klar ein bisschen gerade hier, ich finde, aus beiden Teams vernachlässigt. Und deswegen sollten wir es auf jeden Fall mal weiter durchführen. Wir können auf jeden Fall auch noch den Jungle hier, den haben sie auch ein bisschen überarbeitet mit den Wölfen. Wahrscheinlich ein bisschen, na weiß ich nicht, es gibt auf jeden Fall diese kleinen Buffs nicht mehr, so wie es aussieht. Die scheinen sie wohl weggebufft zu haben. Und jetzt können wir hier... wieder einen Buff hier einnehmen, den Altar, denn der ist nicht mehr verschlossen. Jawohl. Müssen wir mal drauf achten, was das wirklich da für ein Timer ist. Also jetzt habe ich ungefähr gerade bei 8 Minuten 22 eingenommen. Hier und jetzt auf der Botlane. Uiuiui, jetzt geht's aber hier zur Sache. Boah, der war aber knapp jetzt hier. Schöner nochmal von Ibevini gehealt. Na, da gibt es gleich locker eine Darius-Ulti. Und so wie es, glaube ich, wieder für bekannt ist für den Dreier-Modus, haben wir auch wieder deutlich weniger Leben als sonst. Das kommt mir auf jeden Fall so rüber. Ah, schade, schade, schade. Gut, ich bin mal wieder im Jungle jetzt hier. Oh, da können wir auch gerade passend das wieder abziehen hier, die Base. Passt ja alles wieder perfekt wie angegossen hier. Na, mit Cassis sollte ich vielleicht nochmal zusehen, dass ich ein bisschen mehr Leben bekomme. Mal gucken, was ich mir da nochmal kaufe. Uiuiuiui, schon wieder eine... Na, nee, keine Doppeltötung. So, ich habe nur die Base abgezogen und einmal andererseits noch diesen Kill hier gelandet. Ja, ich würde sagen, für uns sieht es hier anfangs deutlich besser aus. Und bin wirklich noch ganz überrascht jetzt hier von der Map. Da mir wirklich, ja... Ich keine Ahnung davon habe und keine Guides gelesen, sonstiges... Aber das, was man jetzt hier sieht, gefällt mir wirklich sehr gut. Und wir beiden sollten mal wieder zusehen, dass wir uns dann mal wieder wegporten. Das Ganze ist schon wieder ein bisschen übertrieben hier. Und ich glaube, ich konzentriere mich dann jetzt mal gleich weitestgehend ein bisschen aufs Farming. Mal gucken, was wir so haben. Okay, ja, dann kaufen wir uns mal die Merkurs. Und ja, den Blue Duster noch zu Ende. Dann hier noch
einen Trank und jetzt müssten wir auch wirklich gut OP sein. Ich habe schon wieder 5-1-3 OP-Stats. Na okay, ist halt ein bisschen Case-Sys, aber ich finde, so gut ist er jetzt auch nicht mehr. So wie er früher war. Oh, ich sehe hier gerade, hier oben scheint irgendwas Besonderes noch zu sein. Mal gucken, was sich da so verbirgt. Also scheinen sie wohl doch nicht so eine Art Dragon oder wie auch immer rausgenommen zu haben. Irgendwas scheint es ja wohl auf der Top-Lane noch zu geben. Ich hoffe mal, die unten spielen da jetzt defensiv. Ansonsten muss ich da wohl nochmal ganz schnell runter. Ja, ich glaube, ich musste einmal runter, den allen jetzt in den Rücken fallen da. Das ist ganz klar meine Aufgabe. Wow. Jawohl, sehr schön, so geht das. Und jetzt würde ich liebend gerne da mal oben vorbeischauen, was es denn da so gibt. Denn da haben sie ja irgendwie noch unten Drachen, Barren, wie auch immer, irgendwas eingeführt. Das würde ich mir echt liebend gerne mal reinziehen. Ja, okay, klar, können wir jetzt auch den mal kurz da erledigen. Aber Iwewini sollte aufpassen, denn der ist schneller tot, als man denkt. Kommt schon, Leute, kommt schon, kommt schon. Ich möchte den jetzt hier mal umzwingen, mal gucken, wie viel der mir denn so drückt. Ja, meine Nidalee kommt auch schon. Ah, sollten wir auf jeden Fall helfen. Oh, der geht ganz gut ab. Der geht aber gut ab. Der geht nicht zu wenig ab. Der geht nicht zu wenig ab, meine Damen und Herren. Wow. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das war ziemlich knapp. Der farmt einen ziemlich. Und ja, ich glaube, wir haben den echt ganz schön low, also mit ziemlich niedrigen Level schon gelegt. Und das wird uns auf jeden Fall, denke ich mal, auch einen nicen Vorteil noch jetzt verschaffen. Wir haben jetzt hier einen Buff bekommen, Wappen des vernichtenden Zorns. Das Leben und das Mana dieser Einheit regeneriert sich um das Angriffstempo und die Abklingzeit dieses Champions. Ach so, und die Abklingzeit dieses Champions sind erhöht. Okay, also ein ja, kompletter Buff einmal hier für unseren Champion. Das ist ja auch mal richtig nett. Und ansonsten können wir jetzt nochmal reinziehen, was es hier noch so für Items gibt. Und ich denke mal, ich kaufe mir auch diesen Blutpanzer des Gebieters hier. 850 Leben. Bei Tötung und Unterstützung stellen 5 Sekunden lang insgesamt wieder 200 Leben her. Das finde ich eigentlich richtig nice, da ich auch wirklich jetzt hier ein Lebensproblem habe. Mein Damage passt ja allemal. Deswegen denke ich mal auf jeden Fall, dass ich mir gleich dieses Item nochmal kaufen werde. Und ja, man muss sich erstmal so ein bisschen hier wieder einwursteln, einfummeln auf dieser neuen Map hier, denn sonst kommt man ja auch gar nicht so richtig zurecht. Der Boss auf jeden Fall war oben sehr witzig. Oh, jetzt geht's hier zum Teamfight. Jetzt geht's hier zum Teamfight. Eieieiei. Da haben sie auch schon wieder die Ultis draußen. Dann bin ich ein bisschen ängstlich gegen Darius, denn ja, er hat da schon zwei Buffs auf ihr drauf. Oh, da geht er mit der Ulti rein. Ah, Darius, du Schwein. Darius, du Schwein. Ja, terminieren und hinterher da. Oh, oh, Gandalf-Style. Oh, das war gerade richtig knapp. Aber wir haben es noch gut hinbekommen da und ziehen die Gegner wirklich auch ganz gut ab, finde ich. 14-3, Alter, ziehen wir die ab. Okay, ich habe nichts gesagt, wir ziehen die nämlich richtig ab. So, alle sind down, außer Sarah, die lebt mittlerweile schon wieder, da sie wirklich schlecht spielen. Dann ziehe ich hier schon mal wieder deren Base ab. Und Iwewini pusht mal da die Top-Lane, pusht die mal durch, genau, das finde ich gut so. Und wir haben einfach, denke ich mal, den Vorteil, dass wir so gute Buffs hier haben. Einerseits, okay, nee. Unseren einen Buff haben wir schon wieder verloren, schade. Aber trotzdem sind wir wirklich hier ganz gut, glaube ich, mit unseren Buffs andauernd hier. Da wir auch ganz Altar besitzen, sind wir, glaube ich, echt ganz gut bedient. Na komm schon, na komm schon, na komm schon, na komm schon. Ey, Doppeltötung. Ey, sexy lady. Ja, komm, triff mich doch jedes Mal, ist mir scheißegal. Ich push jetzt hier den Tower, Syrah ist eh auf der Botlane. Das Spiel wird jetzt hier geendet, bevor die meine Freunde surrendern können. Aber ich glaube, die können hier schon ab 15 surrendern. Weshalb das wohl hier nicht lange fackeln wird, das Spiel. Ich werde mir jetzt hier noch ein bisschen hochcracken können mit meinem Blutduster, das ist auch so nice. Es geht jetzt in meine Klauennummer einmal ein bisschen mehr. Ja, da ist die Rainy auch schon wieder. Durchbohren und ausspießen. Ich bin Ruski. Oh. Sarah pusht Bot. Okay, da sollten wir schnell hin. Oh, 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 oh. Ich dachte schon, da kommen sie mir gefährlich nah. Aber alles noch im grünen Bereich. Die haben... Naja.
Überlege gerade, was ich mir noch dagegen kaufe, ob ich mir... Ich glaube, ich baue ihn jetzt wirklich ein bisschen noch auf Leben. Und werde mir jetzt auch nicht den Frosthammer, auf jeden Fall Page, vielleicht Trinity dann daraus bauen. Wenn wir da noch ein bisschen mehr Damage bekommen. Schön jetzt da oben, Kiten sie da. Niederlee geht rein, Darius hinterher, flasht sich schon weg und... Boah, schön einen Speer getroffen und schön wieder eine Tötung für unser Team. Sieht richtig gut aus und ich glaube, die Gegner haben es echt richtig verkackt. Wir haben dauerhaft zwei Altäre und auch wieder den haben wir hier gewonnen. Also wir gewinnen hier wirklich jedes Teamfight. Mal gucken, wann sie gleich surrendert werden. Ich glaube, das wird hier nicht mehr lang groß gefackelt werden. Jetzt können wir hier die Botlane nochmal durchpushen, obwohl, nee, noch nicht ganz. Ey, ich habe den doch gerade entschärft, die Pflanze. Miau! Jawohl, das war klar, dass er so wirft. Alles ausgewichen. Perfekt. Good job, Leute. Das wird echt eine richtig geile Runde. Ich würde gerne jetzt mal ein bisschen in die Base da einrücken. Dazu fehlt uns hier noch ein bisschen der Push. Schön da gemacht. Schön. Und ich würde sagen, gleich, wenn der uns zu nahe kommt, dann werden wir den auch mal kurz unterm Tower nuken. Enemy Doom hat einen gegnerischen Tower zerstört. Oh, Alter, das ist so eine KS-Schlampe, dieser Cases. Geht ja gar nicht. Mensch, 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 Mensch. So, da kommen schon wieder unsere neuen Minions. Die haut mir die ganze Zeit den Heal drauf, was mir auch wieder Angriffstempo gibt. Das ist auch mal sehr geil. Ey, jetzt macht sie ja richtig Druck, oder wie? Oder wie, oder was? Na, da schaffen wir es noch nicht ganz, da durch zu pushen. Mein Panzer, glaube ich, der regeneriert mir auch echt jedes Mal ganz gut Leben, habe ich so das Gefühl. Schön wieder getroffen da von Evelvini. Darius portet sie erstmal nochmal eine Runde zurück. Und das sollten wir wohl auch tun, denn hier kommen die, glaube ich, gleich wieder in Massen, die Gegner. Gleich sind alle wieder respawned. Ja, ich sehe das jetzt schon. Da kommt er auch schon. Ja, ich wollte mich gerade anziehen. Auf jeden Fall jetzt hier Backport. Ich push nochmal. Na, unser Lane wird da gerade eher ein bisschen gepusht. Zack, zack, zack. Nochmal jetzt hier den Page eingepackt. Tränke, wie sieht es mit Tränken aus? Oh, Tränke gibt es auch was Neues. Ich glaube, die haben sie einfach nur ein bisschen teurer angesetzt, denn sonst könnte man sich anfangen zu krass mit den Tränken ausrüsten, da man ja höheres Geld hat. Aber nee, sie haben die Tränke auch ein bisschen zusammengesetzt. Finde ich auch ganz geil. Und ja, dann gönnen wir uns auf jeden Fall nochmal so ein kleines Elixier. Hier haben sie uns wieder unseren Posten abgezogen, die Schweine. Die, wenn die ruhig noch ein bisschen warten können mit dem Werfen. Ich würde sagen, Botlane jetzt nochmal durchpushen und dann enden wir das Ganze als auch den guten Schenken. Sie versuchen es ja noch ganz brav hier alles zu deffen. Oh ja, oder das oder so. Wir könnten da auf jeden Fall auch nochmal um den diesen schönen Boss machen. Ich glaube, sind da nicht auch gerade die Gegner? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier gerade noch diesen kleinen, aber netten Speedbuff. Ja, ich bin ja schon da, keine Angst, ich bin da. Aber der drückt einen echt gut. Zieht euch das mal rein, wie der abgeht. Der haut unser Team echt gut low. So, jetzt müssen wir aber wirklich gut gerüstet sein, um jetzt hier mal durchzupushen. Kommt schon her, Kinder! Kinder! Alle zuher! Einfach mal irgendwie mal trappen hier. Irgendwie was trappen, das wäre ja noch ganz nice. Na, sieht man die da? Ne, eigentlich nicht. Na, mal gucken, ob Darius da gleich fighten möchte. Warum nicht? Oh, fuck, da klingelt so ein hässliches Telefon mitten ins Let's Play. Das haben wir ganz schön mal weggeworfen, damit es hier nicht mehr dazwischen klingelt. Verpiss dich mal, ich will nicht rangehen. Jetzt komm schon endlich, Mann. War doch jetzt nicht so schwer, oder? War doch jetzt nicht so schwer. So, den hauen wir nochmal hinterher. Da haben wir nochmal geheilt. Das war jetzt die Doppeltötung. Und das Ace fürs Team. Genau, so ist das. So schnell kann das gehen, Leute.
Freunde der guten Sonne. Und ich tank den jetzt, ich tank den jetzt. Das wäre jetzt scheißegal. Das wird jetzt endlich mal jetzt genug, der Tower. Ich finde, der macht auch gar nicht so viel Damage. Also es geht wirklich. Ich habe da jetzt nicht so das Gefühl, dass er jetzt irgendwie großen Schaden verursacht. Den westlichen Altar für 19 Sekunden eingenommen. Oh, okay, ich verstehe, alles klar. Ja, das war's erstmal für die erste Runde. Hat doch richtig geil geklappt. Und wir haben die wirklich ganz gut gepwned. Das war die neue Map. 3 und 3, Leute, ist noch in der Beta-Phase. Aber jeder von euch könnte sie testen. Das war jetzt hier nicht PvE oder so. Das war auf den ganz normalen offiziellen Client. Und ja, probiert auch mal aus. Teilt euch mal, oder teilt mit mir eure Meinung. Das würde mich auch mal ganz gut interessieren. Was haltet ihr denn so von der Map? Und Leute, danke fürs Zuschauen. Bis dann, ich bin's, euer Evil Bushi LP. Haut rein, Freunde.